Arsène Wenger testet bereits das, worauf die Bundesliga noch wartet. Während in Deutschland alle wieder über die Einführung technischer Hilfsmittel diskutieren, wird in England gehandelt. In der Premier League wird nämlich in dieser Spielzeit die Torlinientechnik eingeführt. Rund 2 Millionen Euro lässt sich das die Liga kosten. Für Wenger eine folgerichtige Entwicklung. Die Leute reden immer nur über die finanziellen Auswirkungen, aber das ist für mich zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass die richtigen Entscheidungen gefällt werden. Nach der krassen Fehlentscheidung von Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer, der den klaren Treffer von Kevin Volland in der Partie zwischen Hoffenheim und Nürnberg nicht anerkannte, erscheint es wie ein Anachronismus, nicht auf die vorhandene Technik zurückzugreifen. Die DFL aber will die Torlinientechnik frühestens 2015 einführen. Es gebe noch kein perfekt ausgereiftes System, erklärte Geschäftsführer Andreas Rettich dazu. In England sieht man das offenbar anders. 7 Kameras sind auf jedes Tor gerichtet und diese verfolgen automatisch den Ball. Mit diesen Informationen ist es dann möglich, den Ball in 3D darzustellen und genau zu orten. Wenn der Ball über die Linie geht, wird umgehend ein Signal an die Uhr des Schiedsrichters gesendet. Das dauert weniger als eine Sekunde. Es vibriert. Ich bin sehr glücklich und hoffe, dass das mit der Uhr funktioniert. Wenger sieht die Technik durchaus kritisch. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, sagt der 63-Jährige, der einige strittige Entscheidungen der Saison erwartet.